Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Es wird heute angesichts der vielen Debatten deutlich uns vor Augen geführt, wie viele Soldatinnen und Soldaten ihren Dienst in den Einsatzgebieten versehen. Sei es gemeinsam mit den europäischen Verbündeten, sei es mit den Partnern der NATO oder im Auftrag der UN. Sie sorgen alle für Stabilität in unterschiedlichsten Regionen, denn instabile Verhältnisse, das sei den Kritikern gesagt, würden nämlich auch wir auf kurz oder lang zu spüren bekommen. Wir haben als Parlament eine große Verantwortung und eine noch größere Fürsorgepflicht den Soldatinnen und Soldaten gegenüber, auch bei dem Mandat wie UNA mit, bei dem nur in Anführungszeichen 3 von möglich 50 Soldaten für uns in Darfur sind. Wo auch immer im Einsatz all diese Männer und Frauen die modernste Ausrüstung oder wo sie auch immer sind, brauchen sie die modernste Ausrüstung und die bestmöglichste Ausbildung. Und dieses muss für uns immer Priorität haben. Und in diesem Zusammenhang hat es mich, ich muss das leider an der Stelle sagen, doch in den letzten Tagen schwer irritiert, welches fachliches Niveau das Führungspersonal bei der CDU inzwischen hat. Die Parteichefin Frau Kramp-Karrenbauer macht den Vorschlag, einen Flugzeugträger anzuschaffen. Das könnte man jetzt noch in den Bereich der Büttenrede abtun. Die Kanzlerin allerdings nickt dazu. Beide beweisen damit ihren wirklich großen militärischen Durchblick. Aber noch schlimmer ist, dass der frisch gewählte Vorsitzende der Jungen Union lästert über die eigene Ministerin. Es würden bei der Bundeswehr weniger Flugzeuge fliegen, als die Ministerin Kinder habe. Wenn die Situation, meine Damen und Herren, wenn die Situation in der Bundeswehr nicht so ernst wäre, könnte man das als pubertär, ungezogen, kleinkariert abtun. Dieses Niveau, meine Damen und Herren, trägt aber nicht dazu bei, die sicherheitspolitische Debatte seriös zu führen, so wie es wichtig ist in diesem Haus. Und ich verstehe langsam und sehr gut, ja, das tut weh, aber das müssen Sie ertragen, wenn Sie Ihre Leute nicht im Griff haben. Dann verstehe ich langsam auch, warum sich die SPD immer mehr von dem Koalitionsvertrag absetzt. Hat zwar zugegebenerweise mit seriöser Regierungsverantwortung auch nichts zu tun, aber an der Stelle habe ich große Sympathie dafür. Meine Damen und Herren, 3 deutsche Soldaten, 5 Polizistinnen und Polizisten sind in den Stäben. Unser Fokus, das hat man gerade gemerkt, liegt natürlich oder häufig bei den personalintensiven Einsätzen wie Afghanistan oder Mali. Aber genau auch diese Menschen tun ihren Weg weit weg von der Heimat. Sie beraten, unterstützen, weil dieser Friede eine Rolle spielt. Und an dieser Stelle auch ein herzliches Dankeschön von den Freien Demokraten. Meine Damen und Herren, es gibt eine Abzugsperspektive. Das ist eine gute Nachricht. Ja, wir wünschten uns das auch bei den anderen Einsätzen, wenngleich momentan die Lage vor Ort und in den kommenden 12 Monaten vor dem Hintergrund der Massenproteste und des Ausnahmezustands müssen wir schauen, wie es sich entwickelt. Aber wir sind froh und hoffen, dass auch bei den anderen Einsätzen eine Abzugsperspektive uns angeboten wird. Vielen Dank. Für die Fraktion Die Linke hat nun die Kollegin Christine Buchholz das Wort.